Damen und Herren, und hier kommt Ihr Gastgeber Bernd Schumacher. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Studio 8. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dankeschön. Kräftiges Hallo natürlich auch zu Hause. Auch Sie sind herzlich eingeladen zu unserer heutigen Gala, unsere Geburtstagsgala für den Ministerpräsidenten. Ich hoffe, Sie werden in den nächsten 90 Minuten etwas Spaß haben. Sie, liebe Zuschauer hier bei uns im Studio 8, sehen es mir bitte nach, dass ich Sie jetzt nicht einzeln begrüße, denn wir haben heute Abend 1200 geladene Gäste, und wenn ich einen begrüße, dann müsste ich wirklich jeden oder jede begrüßen, und dann hätten Sie eigentlich schon ein paar Butterbrote mitbringen müssen heute. Haben Sie Butterbrote dabei? Keiner? Also dann sage ich nur allgemein guten Abend, schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, einen Gast möchte ich natürlich namentlich begrüßen, denn er ist unser Ehrengast heute Abend. Das ist unser Geburtstagskind, wenn man das so sagen darf. Ich hoffe, dass Sie jetzt viel Konditionen haben für einen richtigen Geburtstagsapplaus. Meine Damen und Herren, hier ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Hier ist Erwin Teufel. Jetzt gibt's bei uns wieder Musik. Wir haben uns ja bemüht, heute natürlich ein Programm aus Baden-Württemberg zusammenzustellen. Und wir hatten ja auch schon etwas Klassisches gehört, vom Allerfeinsten. Aber auch die Popmusik macht natürlich, die Popmusik aus Baden-Württemberg macht von sich reden und hören. Wir haben hier in Baden-Württemberg eine Gruppe, die nicht nur in Deutschland abräumt bei den Jugendlichen, alle Schallplatten absolute Hits in Deutschland. Aber das Besondere ist nicht nur in Deutschland, sondern die Gruppe, die jetzt kommt, ist im Ausland mindestens so erfolgreich wie hierzulande. Sie haben einen neuen Titel, und jetzt einen Riesenapplaus für die Truppe Masterboy! Bye.
Hallo ihr, einer der Top-Exportschlager aus Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass ihr da wart. Enrico, das ist jetzt euer neuestes Werk und das schlägt ja überall wieder ein. Ne? Ja, das ist so, in Südamerika sind wir jetzt Nummer 1. Wunderbar, toi toi toi, hat sehr gut geklappt. In Deutschland sind wir jetzt seit 15 Wochen in den Charts. Ist auch sehr gut gelaufen, das nach 1,5 Jahren Pause. Ein Hit nach dem anderen, wie viele? Tommy, wisst ihr das überhaupt noch? Also, ich denke mal, dass 20 Singles Top 20 waren in Deutschland und weltweit waren 10 Top 10. Mhm. Und speziell Frankreich, Südamerika, Asien und Japan haben wir, glaube ich, 3 Nummer 1 Hits gehabt, plus Album halt jedes Mal noch. Und das alles aus Baden-Württemberg und es kommt noch dicker. Enrico, wenn ich recht informiert bin, habt ihr die erfolgreichste Charity-Pop-Platte aller Zeiten produziert, ne? Ja, zumindest für Deutschland. Das war 1996, haben wir den Song Love Message gemacht. Das war für AIDS-Kranke. Und das gesamte Werk hat 1,2 Millionen eingespielt und war Platin-Status. Und das haben wir den AIDS-Kranken dann zur Verfügung gestellt. Und so viele Platten von einer Charity-Platte wurden in Deutschland noch nie verkauft, ne? Nee, von einem Exemplar jetzt, speziell von einem Song, wurden noch nie so viele Platten verkauft. Meine Damen und Herren aus Baden-Württemberg, Masterboy, absolut top. Viel Spaß noch. Dankeschön, dass ihr da wart.